das ist endlich soweit. Ein jahrelanger Traum, den ich schon immer im Kopf gehabt habe. Ein neuer Stall für unsere Rinder. Und da steht er. Ich kann es immer nicht fassen. Und der Einzug ist schon vonstatten gegangen. Wie soll ich sagen, das ist für mich ohne Worte, das ist für mich einfach ein unbeschreibliches Gefühl, was da jetzt passiert ist, wo ich so lange im Kopf gehabt habe, darum gekämpft habe. Und jetzt steht er da, unsere Viecher sind denn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann kommen wir rein, schauen selber, wie es unseren Viecher geht, wie sie sich eingelebt haben. Und mit. Ich zeige es euch. Unbezahlbares Gefühl, wo da reingeht und irgendwas gibt, das ist unbeschreiblich. Einmal bei mir ist es so. Und es wäre schön, wenn es manchen Menschen auch das geben würde, was es mir gibt. Einfach unbezahlbar. Und darum möchte ich mich nochmal ganz herzlich für alles bedanken, für die Unterstützung, die Leute, die für den Stall gespendet haben. Das ist so viel, schaut selber. Mit eurem Geld, das ihr für uns gespendet habt, bewirkt. Und wie gesagt, der Gnadenhofer hat durch das auch eine Zukunft, weil wenn wir einmal die Kapazitäten haben, können wir anderen armen Körper helfen. Und das ist ja unser Ziel. Und jetzt geht es in Zukunft. Und da bin ich unendlich dankbar. Wie gesagt, nochmal ein riesiges, großes Dankeschön für eure Unterstützung. Und natürlich auch an die ganzen Helfer, die ehrenamtlichen Helfer, die so dahinter gestanden sind, hinter dem Stall. Und Energie reingesteckt, Kraft reingesteckt, die sind mit Herz dabei gewesen. Und das ist für uns auch unbezahlbar, muss ich nochmal sagen, dass wir die Leute gefunden haben und dass die uns bis zum Schluss einfach mit dem unterstützt haben und geholfen haben, dass wir einfach jetzt einziehen haben können. Und das ist das Schöne, jetzt sind wir fertig, es steht da, es ist kein Traum mehr, er steht. Ich kann es manchmal, wie gesagt, selber glauben, dass ich jetzt in dem Stall sein darf, mit den Viechern, wo sich einfach wohlfühlen, wo das Leben genießen können, und das ist für mich ganz wichtig. So, das war's. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit, ein tolles Leben, dass euch gut geht. Wie soll ich sagen, und möchte mich nochmal ganz riesig bedanken für alles. Okay, dann mach es gut im neuen Jahr. Danke. 14.